Noch nie, ich weiß, wir reden kaum, aber es gibt Neuigkeiten. Es gibt jetzt bei uns einen neuen Service. Angestellte der Ferienhausagentur können auch später zahlen, wenn sie nicht genug Pocky haben. Also, lass mich wissen, wenn du etwas zahlen möchtest und Interesse hast. Ein Western-Teetisch kostet 3000 Pocky. Okay, wie funktioniert das Ganze? Lass uns heute wieder unser Bestes geben. Ja, krass. Habe ich nicht erwartet, dass er wirklich mehr und mehr mit uns redet. Das ist das super. Und damit willkommen zurück zu Animal Crossing Happy Home Paradise. Es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben die Genehmigung erhalten, mit den nächsten Einrichtungen anzufangen. Jawohl. Besser noch, es geht sogar um zwei Einrichtungen. Also danke für deine tolle Arbeit, Uni. Wir können natürlich an beiden gleichzeitig arbeiten. Beginnen wir mit dem Restaurant oder dem Café. Beide werden viele neue Besucher anziehen. Da ist es wirklich eine schwere Wahl. Ein stilvolles Restaurant an der Hauptstraße oder ein schickes Café direkt am Strand. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Das Café. Wir haben gerade ein Café gekriegt, erst auf Präludien. Jetzt möchte ich hier auch eins bauen. Oh, da gebe ich dir recht. Urlaub will man schließlich auch mal eine Pause machen. Sehen wir uns dann auf dem Grundstück? Na, auf jeden Fall. Ja, cool. Das heißt, in den nächsten zwei Parts wird ein bisschen an öffentlichen Gebäuden gewerkelt. Oh, das sieht ja schnuffig aus. Wie eigentlich alles hier. Da wären wir. Der perfekte Ort für ein gemütliches Café mit Meerblick. Aber genug geträumt, nur sollten wir uns an die Arbeit machen. Wir designen das Äußere, während Bono und Sigma sich um den Außenbereich am Strand kümmern. Ah, okay. Na, jetzt ist die Frage. Ich würde tatsächlich auf was Helleres gehen. Ja, das Orange gefällt mir eigentlich schon recht gut. Weiß, nee, klar, weißes Strandcafé, irgendwie kennt man das. Wie wäre es mit dem Rosa? Ich habe, by the way, schon wieder gar keinen Namen. Wie heißt Ka das Café nochmal überhaupt auf unserer Insel? Taubenschlag oder so? Das könnten wir dann Strandschlag oder so. Ja, wir werden sehen. Ich muss sagen, mir gefällt das Gelb eigentlich, was hier von Anfang an ist. Das ist gerade über das Basic Design. Ja, ohne Witz, ich finde das mega hübsch, so wie es ist. Aber das habe ich davor gar nicht bemerkt gehabt. Nehmen wir das. Ist das Äußere wirklich so in Ordnung? Passt. Toll, wirklich sehr gelungen. Als nächstes die Inneneinrichtung. Gut, wir haben Gelb, Orange und Blau, so wirklich schön brandmäßig bunt und. Ah ja, okay. So, als nächstes sollten wir den Kaffee möglichst gemütlich einrichten. Alles, was du brauchst, wie immer bei Auftrag. Abgesehen von deinen Grundlagen ist es sehr wichtig, dass ein Ort diese richtige Stimmung vermittelt. Die richtige Beleuchtung hilft da enorm. Wähle einfach links, um sie anzupassen. Du kannst sowohl die Farbe als auch Helligkeit verändern. Ich freue mich sehr auf deine Ideen. Gestalte das Café. Na cool. Dann, aha, guck mal, wir haben eine Kasse. Touchscreen. Ich würde sagen, wir holen uns eine Touchscreen-Kasse. Dann haben wir ein paar Tische und Sitzgelegenheiten. Okay, was genau ich da draus machen werde? Künstlersessel. Diese mega hübsches Zeugs. Großen Kissen. Kann also was Asiatisches zaubern, wenn man das. Ah, nee, aber ich bin eigentlich Fan von dem hier. Künstlertisch. Ja, wir machen sowas. Wir nehmen die Tische hier. Nicht genug Platz. Ja, okay, wir können die auch einfach duplizieren. Jetzt sollten wir uns aber kurz mal die Neuigkeit anschauen, die Neuerung. Du kannst nun die Farbe und die Intensität des Beleuchtung anpassen. Der Beleuchtung. Uiuiui. Oh, ist das alles grell. Viel zu hell. Ein Kaffee sollte eher so ein bisschen dunkler sein, glaube ich. Machen wir es mal so. Oh. Fenster und Eingang. Ja, muss ich gleich gucken. So, wir haben ja gesagt, oioioi, blau ist dann auf jeden Fall zu dunkel. Wie wäre es denn mit rosa? Nee, rosa schaut auch komisch aus. Orange schaut irgendwie normal aus, ja krass. Ja, gelb bloß nicht. Mach mal ein blaues, oder? Ein hellblaues. Hellblaues, aber. Ah, das tut ja übel weh in den Augen ab hier. Nee, nee, das sollte schon. So? Maybe? So finde ich das, glaube ich, nicht schlecht. Dann können wir auch die Größe anpassen. Genau, ich würde tatsächlich in die Länge gehen. Breite passen erstmal so. Okay. Dann gucken wir uns doch mal als allererstes die Tapeten und Böden. Oh Gott, kann man hier viel benutzen. An. Ah, mein Gott, wie cool.
Gut, aber das würde ich eher für Restaurant nehmen, tatsächlich. Ich würde jetzt hier wirklich, ja, ja genau sowas. Schokolade vielleicht. Kaffeehaustapete? Nee. Hm. Das ist, glaube ich, eher eine, die man auf einen Ding macht. Okay, und ich glaube, es wird, by the way, die Bitterschokoladentapete. Hallo? Achso. Ich muss ja Plus drücken. Ja, die finde ich mega hübsch. Warum habe ich die noch nie benutzt? So, hä? Ja, gut, ich habe sie wahrscheinlich gerade neu bekommen. Uiuiuiui, nee, das geht alles gar nicht. Ah, guck mal, die haben wir sogar in drei Farben. Ja, das ist sonst zu düster, glaube ich. Ich meine, es passt zu der Wand. Wir machen es ein bisschen herzhaft. Aber ich muss sagen, es. Ja, ich muss erstmal das hier, das verwirrt mich irgendwie. Ja, beziehungsweise beeinflusst mich so ein bisschen. Dann muss ich mal gucken, was haben wir denn hier für Farben? Wir wollten ja eigentlich Orange. Ja, super. Orange gibt's. Das passt mir. Aber Moment. Kann ich auch. Ja, ich lasse jetzt einfach den Boden. Da passen wir dann. Ja, okay, die Tischplatte ist anscheinend immer dieses Blau. Alright, ja gut. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Dann möchte ich, ja, die mag ich, die mag ich. Aber mit ein bisschen, entweder habe ich mir überlegt, das hier. Oh, oder die ist natürlich auch mega hübsch. Das ist zu düster wieder. Deswegen mal gucken. Ich ziehe nochmal die andere an. Ich ziehe sie an, genau. Ah, da sieht man ja richtig, dass Schokolade ist. Das ist schon cool. Ja, ich muss sagen, die gefällt mir einfach. Die gefällt mir einfach richtig gut. Ist ein bisschen viel, aber... Naja, sie sieht man ja auch jetzt nicht so krass. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier raus... ach, guck mal. Wir machen hier raus jetzt einmal... Ich gehe auf Tische. Ach, wir könnten so einen Diner bauen. Ja, klar, aber ein Diner ist kein Café. Sondern... Ja, ein Diner. Offensichtlich. Aber ich würde diese Trese hier nehmen. Gibt es die hier zufällig auch jetzt? Da sind Tische. Schaut schlecht aus tatsächlich. Ah, guck mal. Ja doch, diese großen halt aber nur. Tresen gibt es wohl nicht, nee. Gut, dann nehme ich halt... Ich möchte so einen dünnen gerade. Den hier, den Oldschool. Na... Nee, nee, nee. Bankentisch. Auch nicht meins. Ist der nicht so ein mit wo es abgedeckt war? Hm. Ich glaube, ich sollte an sich bei Einrichtung... Ah ja, ich bin ja sogar an sich bei Einrichtung. Oh. Nee, aber ich bin mir sicher, dass es so ein Bürotisch oder so gab. Genau, so ein. Ah, das ist hier Rezeption. Kann man da Sachen draufstellen? Moment, schaut schon danach aus. Probier's gleich mal mit der Kasse. So, ab nach oben. Oh mein Gott, so ein Dart-Ding, das ist ja cool. Ah, ich habe so viele Ideen, aber man kann nicht alles haben. Eine Kuchenvitrine auch, auf jeden Fall. Och, Nische, warum nicht? Nee, eher Restaurant auch wieder. Ich möchte hier nur eine Kuchenvitrine haben. Kann man auf die was draufstellen? Nee, ne? Oh, dann habe ich eine Idee. Vielleicht nehme ich doch diese hässlichen Tische. Mal gucken. Ja. Ich glaube, die nehme ich jetzt doch. So, dann kurz nach oben wegen Kasse. Wie gesagt, die hier. Ah ja, passt doch. Dann möchte ich die umgestalten. Nee, möchte ich nicht. Alles klar. Dann, oder die... Doch, die. Moment, ich muss mal kurz gucken. Was gefällt mir besser? Ja, es ist doch tatsächlich zu groß. Wenn ich die hinstelle. Dann gefällt mir das. Ja, okay. Dann machen wir es so. Wir machen zweimal eine Kuchenvitrine. Nochmal einen Tisch. Und... Ah, oh, Aluholzstühle. Die würde ich draußen hinstellen, aber... Dafür bin ich ja nicht verantwortlich. Eine Softeislampe. Mega. Wo denn sonst soll man die hinstellen, ehrlich? Ups, habe ich das nicht mitgenommen. So, dann hier die Softeislampe. Passt doch, passt wirklich super. Oder halt nochmal so ein Tisch, je nachdem. Ja, nochmal so ein Tisch, glaube ich. Dann kann man da nämlich noch ein bisschen Zeugs draufstellen. Oh, ich dachte eigentlich, dass man das direkt an die Wand stellen muss.
Würde hier theoretisch hinpassen, aber dann kann man da nicht mehr hinlaufen. Außer man macht, so. Ah, Moment. So. Genau. So macht man das einfach. Genau, dann wird der Tisch... Ja, ich habe eine Idee. Wir können es schon so lassen, wie es war. So. 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 Passt doch. Ich mache gerade irgendwie eher einen Supermarkt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch noch geben wird. Oh ja, das Rosa passt ja super. Schön ganz hinten. Alright. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich... Ah ja, ich muss ja eine Kasse haben, fällt mir gerade auf. Ich mache jetzt doch eine kleinere Theke. Das heißt... Oh, das sah cool aus, wie das gerade verschwunden ist. Wir machen das so. Jetzt will ich tatsächlich hier sogar eine Zwischenwand vielleicht reinmachen. Ah, es gibt doch den Diner-Tresen. Oh. Naja, ist jetzt auch egal. Und den Schreibtisch habe ich die ganze Zeit gesucht. Oh, come on, Alter. Warum? Warum habe ich es nicht gefunden? Oh mein Gott, eine Western-Küche. Na, ich wollte ja was Modernes machen. Ich habe es schon wieder vergessen. So, das heißt... Das heißt... Dieses Weird Open sollte eigentlich hier irgendwo sein. Und dann halt überall Tische. Das Coole ist ja, man denkt sich so, ja, man sitzt am Fenster. Das finde ich eigentlich echt witzig. Dann sind hier so die Haupttische mit den Stühlen vielleicht. Oder was haben wir denn da alles so an Stühlen? Da die Diner-Stühle, die coolen Stühle, die sind ganz witzig. Dann nehme ich mal den hier und den hier und den hier. Alright. Ich will jetzt auch zweierlei Tische tatsächlich. Deswegen mal gucken. Ich glaube, ich nehme noch so einen Plankentisch. Ja, passt. Der kommt dann nämlich dahin. Da kann man sich dann mit dem hinsetzen. So. Perfekt. Man muss ja verschiedene Tische haben. Genau, hier wollten wir ja eine Zwischenwand. Habe ich schon wieder vergessen. Oh, das sah ja komisch aus. Nee, okay, wir machen eine andere Zwischenwand. Was ist das denn? Ein Eis? Oh mein Gott, wie cute. Ja, das passt hier rein. Sehr gut. Dann natürlich... Ah, und daneben ein Kaffee, nicht nur Eis. Okay, das können wir uns aber merken. Das ist cool. Teppich wird es auch noch geben. Und jetzt gehe ich aber kurz mal auf die Deckenbeleuchtung. Wir machen ja eher was Moderneres. Deswegen finde ich die Lampen eigentlich super passend. Und eine davon, die ist ja auch ganz gut. Ah, und die Hängetafeln. Ja, super. Oh, Moment. So. Oh, jetzt sind die ineinander. Hm. Ah, das ist ziemlich komisch, auf der Dingmitte immer zu... Das Ganze so zu machen, dass es passt. So. Also machen wir hier mal eine Lampe hin. Dann vielleicht über der Trese diese. Okay, ich brauche auch noch eine. So. So. So vielleicht. Ja, finde ich nicht schlecht. Finde ich echt nicht schlecht. Okay. Dann muss hier so eine kleine Tischdeko hin. Also in dem Fall jetzt... Na, keine Wanddeko. So eine kleine Blume. Also ich bin bei Wandsachen. Nee, Sushi verkaufe ich hier ja nicht. Ich will ja nichts zu essen. Ich will wirklich ein Café sein. Getränkkarton. Oh ja, so diese Uhr finde ich ganz cool. Ja, die kann doch hier hinten stehen, ganz ehrlich. Und davor ein paar Kakteen. Orange ist mir eigentlich auch recht. Mich würde jetzt bloß nochmal interessieren, was gibt es denn hier? Oh ja, das ist, glaube ich, besser. Oh. Naturkante, das ist schön. Das ist mega, oha. Richtig schön. Ja, okay, das finde ich aber gut so. Alright, dann die Stühle sind ja wirklich too much, oder? Die kann man so beim Eingangsbereich vielleicht einen hinstellen, ja. Oder? In Orange natürlich, mit Rosa? Na, gibt's nicht. Ach, guck mal, dann ändert sich das so. Das ist ja cool, dass es nicht schwarz auf schwarz ist. Orange mit Orange, why not? Beziehungsweise wir können dem Äußeren ja eine andere Farbe verleihen. Blau, Orange, Rosa. Ich weiß nicht, ob die drei überhaupt so gut zusammenpassen, aber ja, passt schon. So, dann haben wir hier... Nee, die ist ja viel zu groß. Ja, man könnte auch immer was Asiatisches zaubern, aber da bin ich gerade irgendwie nicht so heiß, keine Ahnung.
Wie kann ich dann nochmal? Na, eine reicht. Denn hier kommt eine Pflanze, genau. Oh mein Gott, so ein Blumenständer. Oh, der passt nämlich da dann hin. Richtig? Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber ich fand ihn tatsächlich so am besten. Jetzt nur die Frage. Wie schaut er standardmäßig aus? Bunt, ja, passt doch. Ah, okay, ich kann ihn nur auf eine Seite. Auf ein Extremer, könnte man sagen. Mache ich so, weil dann kann ich da noch was an die Wand stellen. Okay, und hier halt jetzt, wie gesagt, ein paar Tische, beziehungsweise ich sehe gerade, es werden zwei. Zwei von denen. Ah, den drehe ich dann so rum. Die Kasse nicht. Es ist halt doof, dass der so niedrig ist, ne? Ich glaube, ich muss dann tatsächlich doch darauf ausweichen. Ja. Beziehungsweise nur, wenn es richtige Farben dafür gibt. Ja, nehme ich weiß mit Orange. Ja, oh, da sind sehr schöne Farben. Also für mein Diner sehr schöne Farben. Rosa nicht? Ja, gut, dann müssen wir auf Blau und Orange ausweiten. Ups. So. Achso, jetzt ist der... Ja, okay. Das ist jetzt das Ding, ne? Manu. Muss ich dann nochmal so machen? Dann können da halt nur drei Leute sitzen. Ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. So. Na, das muss ja eins nach vorne. Gut, dann ist es ein bisschen versetzt. Ich weiß noch nicht, ob das mich jetzt so massiv stört. Schauen wir mal gleich. Beziehungsweise ich tue das jetzt doch weg, weil ich glaube, das stört mich schon ziemlich. So. So. Achso, ich komme da ja sowieso nicht mehr durch. Na dann kann ich das doch wiederholen. Den Tisch tue ich weg. Genauso mit dem Stuhl, der kann bleiben. So. Das kommt weg. Das kann bleiben. Und dann tue ich einfach nochmal so einen Tisch dahin stellen. Weil ich will jetzt auch nicht zu viel Verschiedenes. Dann kommt da halt noch so einer hin. Aber dann auch ganz an die Wand. So, dann haben wir da sowas. Das sieht eher aus wie ein Stehtisch, ehrlich. Nicht wie was zum Hinsetzen. Na gut. Ich weiß immer noch nicht, warum es eine Lattentrennwand gibt, ehrlich. Aber gut. Tresen. Es gibt Tresen. Warum habe ich dann den nicht benutzt? Dann kommst du mal da drauf. Du weg. Gibt es das jetzt auch bitte in dem Holz? Oh mein Gott, es gibt das in dem Rosaton, wie cool. Aber ich glaube, mir passt es tatsächlich am besten. Ja, im Naturholz. Moment, ich muss mal kurz hier drehen. Geht's? Ja. Perfekt. Und Rosa habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verdrängt. Deswegen passt es jetzt auch irgendwie hier nicht mehr so ganz. Wir machen es dann hier auch doch wieder natürlich. Schaut ziemlich langweilig aus, ich gebe es zu. Aber, also in der Naturfarbe das hier. Das kann man auch noch umgestalten. Ah ja, auch noch in das. Ja, komm. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das doch. Da ist ein bisschen hölzern geworden, das Ganze, wortwörtlich, aber ist ja nicht so schlimm. So. Dann sollte das jetzt wieder dahin passen, hoffentlich, was ich da gerade entfernt habe. Ah, ich habe alles. Tische. Hä? Was ist denn hier bitte kein Tisch? Ehrlich. Gut, dann setze ich halt noch so einen Holz-Alu-Tisch. Na, obwohl, das passt ein bisschen besser. Oder der hier. Nee, schon der hier auf jeden Fall. Weil wenn ich da nochmal so einen Tisch machen muss, dann ist das halt so. Das wird halt ein Stehtisch dann, beziehungsweise eine Verlängerung vielleicht davon. Das, wie kann das denn kein Tisch sein? Sogar gleich hoch. Es ist, glaube ich, sogar ein Tisch. Wenn ich mir das gerade so anschaue, glaube ich, ist das ein Tisch. Oh, Blutorange passt noch viel besser. Ja, okay. Der Tisch kommt doch weg. Okay, dann wollen wir... Ah, dieser Thekenstuhl ist so schön. Erb nochmal. Ja, okay, der passt halt jetzt nicht mehr so. Dann stellen wir hier noch einen hin. Und da. Und jetzt brauche ich ganz, ganz viel Kleinkram, aber ich denke mal, damit sollten wir kein Problem haben. So, und die Frage ist, passt du jetzt? Nee, passt nicht. Ah, der passt aber hier hin. Nee?
Warum muss denn das alles so kacke sein? Ein Block fehlt mir immer, ne? Gut, das sind dann ein paar Stehtische. Ja, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das bedeutet wiederum... wie war denn das jetzt? Dass das eigentlich ganz an die Wand kann. Oder finde ich das... Ja, einen halben Block weiter. Das ist nämlich parallel zur Theke. Da kann dann trotzdem noch diese andere Blume hin. Die Kakaoblume, genau. Okay. Ich gebe mir ziemlich viel Mühe, aber wir müssen ja auch nicht außen gestalten. Deswegen passt das soweit. Oh mein Gott, was ist das denn? Retro-Eis-Ding. Ah, Lager. Hier könnte noch so ein Dart oder so. Ah, das ist wahrscheinlich viel zu groß, oder? Naja, das versaut mir auch ein bisschen das Bild. Gut, es gibt hier leider dann nichts dementsprechendes. Ja, ich brauche jetzt wirklich, wie gesagt, Kleinkram. Was ist das? Ein Surfbrett? Okay. Schneidebrett kann ja eigentlich hier hin. Und jetzt, ja, ein Obstwasserspender, warum nicht? So, dann hier möchte ich auf jeden Fall einen Kaffee haben. Ja, hier gibt es ja jetzt endlich die Sachen, die ich haben will. Oh mein Gott. Äpfchen. Tapperie oder so. Okay, da finde ich jetzt das Eis ein bisschen lame dagegen. Nach Ausschlussverfahren ist das dann doch cooler. So, dann eins von zwei T-Sets. Ich will, wie gesagt, auch auf jeden Fall, nee, ist auch keine Bar. Ich will an Kleinigkeiten das hier haben. Oh, das sieht ja mega hübsch auf dem Tisch aus. Dann auf jeden Fall ein T-Set, aber da weiß ich jetzt noch nicht welches. Ja, doch, wahrscheinlich schon das hier. Obwohl, das ist schon ein bisschen viel ist das schon, ne? Ja, hellblau auf jeden Fall. Ja, dann sieht man den Tisch gar nicht mehr. So, vielleicht. Ah, ist auch ein bisschen too much, ne? Ne, dann machen wir da noch die Milch drauf. Hier. Und das da dann, wie gesagt, hier hin. Ja. Dann weg. Und hier einfach nur eine Tasse, oder? Kann man sich ja auch mal gönnen. Ein Teebecher. Ist genauso schön, aber... Ich will jetzt eigentlich Tasse mit einem Vorratsglas. Oh, wow. Wie groß ist denn ein Vorratsglas? Krass. Ja, ich finde halt die Lampe zu schön. Gut, und ich muss tatsächlich nochmal... Ups, was habe ich jetzt getan? Achso. Bin von meinem Standard weggegangen. Geh mich. Jetzt, nachdem sich meine Augen dran gewöhnt haben, finde ich es doch ein bisschen zu dunkel. Ja, aber so finde ich das, glaube ich, nicht schlecht. Da, die Vorratsding sollte noch hier hin. Nee, das war schon gut. Da nehme ich jetzt genau dazwischen. So, und jetzt denke ich mal, wird es mal wieder so ein typisches, ich pflanze überall an jede Ecke, an jedes Fenster dasselbe. Mal schauen, ob es so kommen wird. Als erstes mal kurz das hier, das passt mir eigentlich ganz gut hier drüber. So. Ob es jetzt passt oder nicht, sei dahingestellt, ne? So ein Eisen vielleicht. Ich weiß, das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Passt halt einfach zu so einer Tapete, was soll ich sagen? Aber auch nur hier, komm. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Dann finde ich dieses Bild eigentlich ganz hübsch, aber passt halt leider jetzt nicht mehr so krass irgendwo hin. Ah, wo ich hier? Schauen wir mal, wie es im Allgemeinen. Okay. Muss nur eins weiter drunter, dann ist es in Ordnung. Und ich möchte auch so eine Uhr. Ich glaube nämlich, dass es auch noch so eine Diner-Uhr gibt. Ach so. So. Uhren. Wo sind die Uhren? Das habe ich jetzt erst bekommen. Okay, interessant. Viel, aber gut. Nee, das finde ich tatsächlich hier ganz schön. Ich weiß, ich hänge gefühlt alles auf die Ecke hier, aber naja. Ja, das finde ich auch in der Farbe am besten hier. Achso, und jetzt wie gesagt, noch eine kleine Uhr. Wobei dieses Gemälde passt halt eigentlich auch ganz toll. Ich weiß, ich mache immer mehr, als ich wollte, aber nun ja. So, dann lasse ich das jetzt erstmal hier und jetzt gucken wir nochmal, ob wir eine Uhr finden. Ah, und natürlich, achso, gibt keine Fotos, fällt mir gerade auf. Ich habe gerade natürlich, das Foto fehlt noch, ja. Oder auch nicht. Oh, wow, was ist das denn? Wie schön. Oh, dies brauche ich auf jeden Fall mal hier. Achso, und das ist ja auf der anderen Seite. Dann kann es von mir aus von hier runterhängen, oder...
Ja, von so geht's auch noch. Gleich umfärben? Nein. Gut, das gibt's jetzt nicht in anderen Farben, aber ist nicht so schlimm. Das ist einfach hübsch. Einfach hübsch. Und hier vielleicht noch so ein Grünzeug-Ding. Dingens. Ah, hier unten. Ja. Alright. Achso, das passt auch hier eigentlich ganz gut hin. Hier ist die Mitte. Passt doch. Na. Das wäre jetzt wieder so eine Tapete, wo man Girlanden hinhängen kann. Aber ich glaube, das ist es jetzt erstmal. Unser kleines, feines Café. Wer hier arbeiten wird, das wird jetzt gleich noch interessant. Ich finde es cute, wie es geworden ist. Muss ich sagen. Obwohl, wisst ihr was? Die eine Wand ist mir noch, sorry. Die eine Wand hier, die hier ist mir noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht mache ich da noch, ja, das hier hin. So. Das ist die voller. Und es reicht mir so, hoffentlich. Ja, perfekt. Also ich liebe diese neuen Stühle hier. Die hier, die sind ja maximal schön. Also wirklich krass. Gut, das war's. Wie läuft's denn so? Ich bin soweit durch. Ich habe mich ans Äußere auch so gehalten. Ich hoffe es doch. So, überlegen wir mal, ne? Wer soll hier arbeiten? Oh, zwei Leute. Okay. Svenja finde ich hier super passend irgendwie. Keine Ahnung warum. Mitglied wechseln. Bianca? Warte mal einen Moment. Wir haben hier... Ach, genau. Mathilda steht schon gar nicht mehr zur Auswahl. Heribert? Nee. Den sehe ich hier nicht. Erika? Die glaube ich schon. Im Café. Wir gucken nochmal kurz. Wen haben wir denn noch? Dolly nicht. Frauke nicht. Bianca? Nee, die sehe ich übel im... Weiß ich nicht wo, aber nicht hier. Also ich muss sagen, Svenja mit Frau Lorenz. Nee, nee, nee. Die waren auch so schön gleich groß. Das gefällt mir irgendwie. Nee, nicht Heribert. Wer war denn das jetzt? Dani haben wir noch nicht gesehen. Nee. Oh, der passt hier am wenigsten von allen. Silke? Mhm. Aber wir haben hier sogar schon einen Koala, fällt mir gerade auf. Haben wir jetzt zwei Koalas. Wir können uns noch kurz Erik anschauen, aber ja, passen nicht so. So, wen hatten wir gerade? Wir hatten Erika, genau, sie war's. Finde ich mega cute. Aber wir können mal gucken, was sie noch so an Outfits ändern kann. Erika sollte ja eigentlich das hier ganz gut... Na, nee, nee, nee. Geht auch nicht. Das hatte sie in Rot an. Gut, ihr stehen mehr die hellen Farben, würde ich sagen. Das hier ist tatsächlich echt hübsch. Oh, das... Ja, ich mag eigentlich sie in Rot. Ja, ist cute. Sie kann irgendwie viel tragen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Habe ich ja auch bei ihrem Outfit, bei ihrem Haus, habe ich ja auch recht lange überlegt. Aber ich glaube, das ist zwar ziemlich basic, aber das wird's... Wie findet ihr so eine Brille noch? Hm. Also wenn dann klar die rote, ist ja logisch. Oh. Ich sehe hier was. Ja, irgendwie finde ich das gut, aber hier sieht man mehr ihre Augen. So. Und nun müssen wir noch der guten Svenja ein Outfit geben. Nein, Outfit wechseln, genau. Wir kopieren auch nicht, wir schauen uns das Ganze an natürlich. Sie hätte das hier standardmäßig an. Okay, das ist halt zu sehr ihre Körperfarbe. Nee, rosa steht hier auch gar nicht. Also dieses Dunkelblau gefällt mir eigentlich ganz gut an ihr. Oh mein Gott. Es gibt einen Kaffeebediensteten. Okay, ich muss gleich nochmal gucken. Nee, das ist halt irgendwie alles aber zu hell leider. Muss ich ehrlich sagen. Sorry, aber das Outfit gefällt mir eigentlich. Ah, nein. Nicht Mitglied wechseln. Outfit wechseln, so weil... Komisch, dass, by the way, bei der anderen nicht die Lehrerin dran steht. Ich möchte sehen, wie genau das hier... Ah, es gibt halt nur in rosa. Sie kann halt echt alles tragen, ne? Gut, dann mache ich mal so. Und ich würde halt schon gern, dass sie so eine Dienstleitung... Also, dass sie das tragen. Jetzt müssen wir uns nur für die Farbe entscheiden. Ja, grün und blau passen doch relativ. Achso, aber Moment, ich kann ja noch bei ihr die
Kopfbedeckung mir anschauen. Aha, nein, nein, nein. Die wird schon mal nicht. Oh, das ist ganz hübsch eigentlich. Das gefällt mir mega. Okay, das nehme ich, glaube ich. Ja. Sie ist ja auch kein Koch. Ja, okay, es wird... Oh, obwohl. Gibt es den in der richtigen Farbe? Also der kann es auch sein eigentlich. Wir gucken dann nochmal. Ups, das wollte ich nicht. Verdammt, jetzt habe ich es verkackt. Also ich gebe mir gerade sehr, sehr viel Mühe, was die Outfits angeht. Merkt man, glaube ich. Genau, dann gucken wir uns dieses hier in rosa an. Weil mit dem rosa Hut natürlich. Den wir da gerade gesehen haben. Ja, das sind ja nicht alle Hüte. Das ist ganz komisch irgendwie, dass da immer nur so... Ach so, weil das die passenden sind. Ja, das finde ich eigentlich irgendwie echt hübsch. Schlafen sollte sie jetzt nichts machen. Nee, das ist mir too much. Gut, das rosa und hellblau passt eigentlich auch ganz gut. Alright, das ist unser Personal. Achso, so. Sehr gut. Ich werde sofort das Personal benachrichtigen, ob sie wollen oder nicht. Sie fangen jetzt hier an zu arbeiten. Wenn du eine Idee hast, dann lass ihn ruhig hören, den Namen. Aber du kannst natürlich auch später entscheiden. Jo, alles logisch. Wir belassen es erstmal beim Standardnamen, das Café. Oh, oh mein Gott, diese Tasse, die sie da hält. Wie gut ist denn ja? Bei mir sind auch Leute, die wir gar nicht kennen, ne? Den Bock kenne ich nicht. Die andere, ja, ich kenne hier eigentlich alle nicht. Oder ist einer der Neuen. Die Larve ist einer der Neuen. Bewohner aus Serie 5. Oh ja, das Bild macht sich da richtig gut hinter der Kasse. Wunderbar. Wahrscheinlich, weil alle anderen, die ich gerade schon habe, ja, beschäftigt sind in der Schule, lernen fleißig. Okay. Ich bin wirklich zufrieden. Ich weiß noch nicht, ob ich dann direkt in der nächsten Folge das neue Gebäude auch... Ich habe das Personal direkt mitgebracht und wir haben auch schon einen ersten Gäste. Was für ein gemütliches Café, das perfekte Fotomotiv. Da wir gerade davon sprechen, möchtest du nicht ein Foto schießen? So ist eine schöne Perspektive. Ich glaube, das war gut. Schauen wir mal. Nee, ich finde ehrlich, das Bild, das wir haben, gut. Gut, das nehmen wir. Was gibt's denn? Ich habe das Foto geschossen. Ach so, draußen, ja klar, wie beim letzten Mal. Bin komplett vergessen. Und nun, heute nehmen wir ein Erinnerungsfoto also das Café auf. Oh, okay, ich habe schon ein bisschen anders designt außen, aber vielleicht ändern wir das noch, keine Ahnung. Mit dem Bau dieses Cafés ist unsere Insel für ihre Bewohner noch viel wohnlicher geworden. Ich bin mir sicher, dass wir noch viel erreichen können. Wir sollten auch uns anhören, was der Projektleiter sagt. Noni, was sind deine Worte? Ich bin so glücklich. Vielen Dank. Als nächstes haben wir das Kommentar von Bono Sigma über den Außenbereich an. Ah ja, die haben einen schönen Boden verlegt. Also ja, ich fand's toll, wenn das Kaffee so richtig gut ankommt. Puh, öffentliche Reden bin ich nicht gewohnt. Ach, das wird noch. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Zum guten Schluss sollten wir noch ein Erinnerungsfoto aufnehmen. Na klar doch. Achso, man sollte das Café vielleicht sehen. So vielleicht. Achso, klar, das geht ja. Yeah. Das ist doch wunderschön. Und man sieht ein bisschen was vom Außenbereich, das war mir gerade wichtig. Ich finde das Foto, ja, schon sehr gelungen. Was meinst du, Noni? Es ist perfekt. Ja, finde ich auch. Einfach perfekt. Das war's. Gebt euch auf dem Heimweg gut acht. Yay. Ah, oh, jetzt wollte ich noch ein Foto machen, aber... Ich glaube, ich habe mittlerweile genügend auf meiner Switch-Konsole. Willkommen zurück. Na, habt ihr viele Gäste gesehen? Dabei war heute die erste Eröffnung. Logisch, denn alles, was ihr auf der Karte seht, klingt einfach fantastisch. Ich meine ernst, mein Magen hat die ganze Zeit gekrummelt, als wir das Foto aufgenommen haben. Wenn ich nur so ruhig gelassen sein könnte wie Sigma. Ich hatte... Ach, Hunger.
Dann sind wir schon zu dritt. Ich habe diesen leckeren Duft kaum widerstehen können. Eigentlich gibt es da nur Kuchen, aber okay. Wir sollten alle einmal ganz normale Gäste des Cafés sein und, ja. Wie wär's, ich lade euch ein. Klasse, das wird bestimmt gut. Danke, Carlotta. Na klar wird's das. Oh, war schön, kurz etwas zu träumen. Aber zurück zum Geschäftlichen. Deine Pocky zum Beispiel. Für diese harte Arbeit kriegst du auch eine große Belohnung. 25.000 Pocky. Wow. Okay, damit haben wir 50.000. Keine Sorge, ich habe euch beide nicht vergessen. Bono Sigma, ihr bekommt einen satten Bonus für gelungenen Außenbereich am Strand. Ich danke euch allen für eure Mühe und für euren Einsatz. Ah, ich bin richtig froh, dass das Geschäft dort so gut läuft. Alle Gäste wirken so glücklich. Jetzt weiß ich wieder, wofür ich arbeite. Dass die Leute sich hier wohlfühlen, ist das oberste Gebot. Ich bin so froh, dass wir das gemeinsam erleben. Das hier sind Tränen der Freude. Oh, da hätte ich was vergessen. Nun, da das Café fertiggestellt ist, können wir uns dem Restaurant widmen. Es wäre schön, wenn wir das gemeinsam angehen könnten. Lass es mich einfach wissen, wenn du soweit bist, ne? Und wer weiß, mit dem Bau weiterer Ferienhäuser ergeben sich vielleicht auch noch mehr Gelegenheiten. Das ist so aufregend. Oh mein Gott, ich kann es kaum noch erwarten. Ja. Da hast du recht, meine Liebe. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich würde sagen, wir schauen uns noch ganz kurz den Außenbereich an. Bye bye, Carlotta. Bis in die nächste Folge. Und jetzt gucken wir noch schnell das Café von außen an. Mal schauen, wie es da so rund geht. Ich glaube, es war hier unten. Nein. Oh, ein neuer Löwe. Dann sollte es hier rechts sein. Ja, da ist das gute Café. Oh, guck mal, man merkt auch richtig, wie es hier nach oben geht. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Cool, das sind also nicht nur Designs. Gut, das ist unser neues Café. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Gestaltung. Ich bin es auf jeden Fall. Und wow, was ist das für ein schöner Blumentopf? Den kenne ich noch gar nicht. Hoffentlich kriege ich den noch. Wir sehen uns bei einer neuen Folge wieder. Habt einen wunderbaren Tag. Lasst gerne ein Abo da und bis dorthin.